Shit. Natürlich. So, das kann weg, das kann weg. So. Ach, das war gerade dumm, ne? Sag mal, hier war doch... Genau. So, dann pass mal auf, nehmen wir die hier gleich alle. Zack. Und die. Wir machen jetzt wieder viel zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. So, wunderbar. So. Zack, zack. Ach, warte mal. Die wollten wir ja, glaube ich, lassen, ne? Also, diese. So, also nur so. Ich denke, es ist mal was anderes, wenn wir hier mal ein bisschen so bunt arbeiten. Auch es muss ja nicht immer alles gleich aussehen. Das ist so hässlich. Doof natürlich mit den Wänden, wenn wir Zwischenwände, und die werden hier wichtig sein, damit wir die Fackeln vom Boden entfernen können. Ja, da müssen wir uns natürlich auch was einfallen lassen. Oder wir sammeln so viel Glowstone, dass wir hier den Holzboden entfernen, wobei das ein bisschen doof aussehen würde, wenn hier jetzt so ein Holzrand wäre um die Treppen rum und der Rest wäre so Glowstone. Das wäre, glaube ich, auch doof vom Aussehen her. Ich weiß doch auch nicht. Ich so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel zum Dach ist fertig. Na gut, streng genommen, Dach ist auch fertig, aber das Zimmer nicht. So, pass mal auf, wir machen erstmal das. So, und diese Tastaturausschiebe-Ding vom Tisch wieder mal. Das ist so nervig, da spielt man nichts an und das Ding rutscht einfach weg. Ich habe ja auch ab und zu mal ganz selten zwischendurch Combat Arms gespielt. Ne? Ich kann so eine Spiele auch erst vorwärtig wahrscheinlich mit so einem Tastatur-Ausschiebe-Dingens hier nicht mehr spielen können, weil es ist einfach nur nervig. Du spielst gerade und das Ding rutscht einfach irgendwo hin. Du hast keine wirkliche Handablagefläche. Was das angeht, ist das echter Bullshit. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, ich weiß noch nicht was. Wenn da jemand Ideen hat, immer her damit. So, dann machen wir hier auch erstmal ein bisschen Licht, ne? So. So. Light. Light, light. Okay. Oh. Light. Ja. Muss man jetzt nicht machen. Kann man aber. Ja, ich finde, das ist akzeptabel, oder? Ich kann mir. Also. Ich finde das hier doch so irgendwie störend. Aber. Ich glaube nicht, dass es schöner wäre, wenn wir, wie gesagt, hier noch den Holzansatz haben. Und da dann die Steinsache anfängt. Oder? Warte mal, wir werden es nochmal kommen. Wir hatten zwar schon mal geguckt, aber wir gucken jetzt nochmal. So, pass auf. Den Radius ein bisschen erweitern. Alles schick. So. Obwohl. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke aber nicht, dass das so verkehrt ist, wenn wir hier so einen kleinen
Bremsstreifen haben, sage ich jetzt mal dazu. Ist das Streifenhörnchen in Hausgestalt? Und komm, wir müssen das noch weiter ausweiten. Wir müssen einfach mal gucken. So, vorsichtshalber alles abreißen. Ihr wisst es ja, wenn nicht, schmeißen wir es einfach wieder ran und ja. So. So, jetzt mal gucken, wenn wir das komplett so machen, ne? Also vom Weiten stört das jetzt nicht wirklich. Und wenn man hier so lang geht, ja, nö. Ist eigentlich auch nicht so schlimm. Würde ich jetzt nicht als schlimm empfinden. Und allgemein wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man das... Nochmal. Das müssen wir mal ausprobieren. Wir brauchen die Axt. Warte, da ist eine angefangene. Nehmen wir erst die. Und zwar... Ne, sagen wir mal, dass... was macht ihr da schon wieder? Genau. Ich habe gerade wieder eine Idee. Wir müssen mal gucken, ob wir das so umsetzen können. So. Ne? Und dann würde ich sagen, geht das... Nein, natürlich ging das nicht. Ich Idiot. Ah, verdammt. Ich dachte, das wäre so eine gute Idee, aber... Wer mich kennt, der weiß, ich habe keine guten Ideen. Verdammt. Na gut. Wo lang denn jetzt? Da. Gut, da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und wieder runter springen. Ich bin der König der Welt. Seht mich an. Geronimo. Juhu. It's me, Mario. So, wir hätten auch gleich unten rein weitergehen können, aber auch egal. So. Okay. Die Idee hat sich erledigt. Ich dachte, wir können das hier so, wenn wir das hier wegreißen, hier so, ne? Und so, dann könnten wir alles, also das hier noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Dann geht das erst rüber. Und ich dachte, das wäre optisch im Übergang besser. Aber gut, dann haben wir hier jetzt halt so eine, so einen halben Viertel, hat auch immer so ein Viertelblock verstreichen lassen. Anplatzt, aber auch egal. Ist ja noch hoch genug. 1, 2, fängt er erst bei Höhe 3 an und dann ist alles schick. Na gut. So, aber irgendwie würde ich hier trotzdem noch ganz gerne irgendwie mehr Farbe in, auch in die Decke bringen wollen. Achso, wir müssen jetzt sowieso erstmal da drüben, bevor wir es vergessen, es wird hell. Also nicht real, sondern im Spiel, ne, wird es Tag. Hab gerade mal aus dem Fenster geguckt, alles dunkel. Naja, 12:30. So. Alter Falter. Was wir hier wieder gebaut haben, da. Eigentlich nichts und trotzdem. Ja, zieht sich alles in die Länge. Ja, der Boden, das ist so eine Sache. Wie gesagt, ich würde die Decke gerne anders haben, aber ich würde gerne hier den Boden behalten. Gibt es da nicht auch was von Ratio Farm? Nicht? Schade. Das ist echt schade. So, ja, jetzt haben wir einen Haufen Grünzeug in der Tasche. Aber ich denke, es ist doch mal was anderes, war. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Farben, wenn ich das richtig sehe. Das ist, denke ich mal, akzeptabel. Ich weiß nicht, ob wir den Boden vielleicht doch trotzdem noch irgendwie anders machen. Bloß ich finde das denn so komisch, wenn man hochkommt, dass hier dann quasi der Strich wäre und dort sieht es anders aus. Das ist,
könnte man vielleicht. Warte mal. Haben wir denn da was von Ratio Farm da? Natürlich nicht. Ich meine natürlich Sandstein oder sowas. Werden wir nicht haben, weil wir haben ja den Sand immer gebraucht, ne? Sandstein haben wir, glaube ich, gar nicht abgebaut. Dankeschön, der war wichtig. Super, Matti. Was soll das denn? Komm, alles rein hier. Haut ab! Ist aber schön, dass wir jetzt auch Rasen haben. Also Gras. Brauchen wir nur noch ein bisschen Papier, dann haben wir was zu rauchen. Was? Wer hat das gesagt? Irgendwas wollte ich jetzt. Was wollte ich denn? Den Apfel wegpacken wollte ich auch, aber ich wollte. Sandstein. Sandstein war das Zauberwort. Und den müssen wir uns erstmal irgendwie besorgen. Und dazu müssen wir rausgehen. So. Ein paar Spitzhacken haben wir ja noch. Schaufeln haben wir, glaube ich, auch noch ein paar mit. Da habe ich alles nicht drauf geachtet gerade. Sah gerade so komisch aus, deswegen habe ich mal geguckt, aber da ist ja gar nichts. Auch hier, ne, mitten am Tag, wunderbar helles Licht. Man sieht auch aufs Wasser. Wenn man auf Wasser guckt, dann sind die Zacken nicht da und das ist richtig cool. Ja doch, ich finde die Idee gut, auch wenn das natürlich, wenn man direkt hinguckt, mit den Zacken sehr doof ist. Ich dachte, wenn da unten Sand war, dass hier vielleicht auch irgendwo noch mehr sein könnte. Aber ich glaube, dem ist nicht so, oder? Alter Falter, haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube ja, ne? Nicht schlecht. Oha. Hier ist doch ein sehr, sehr, sehr höhlenreiches Gebiet. Schweizer Käse wurde hier auf der Karte groß geschrieben. Alter. Ja, nee, ich, bitte. Ich hoffe, das war ein Bug wegen den Blättern. Ich glaube ja. Ich dachte, da ist schon wieder eine Höhle. Ja, Sand. Da unten ist zwar ein bisschen, aber. Häschen! Da sind Häschen! Yay! Yeah. Zwillinge! So, Sand. Sand. Hier ist überall ein bisschen Sand. Ich höre aber ganz viel und eventuell auch mit der Aussicht auf Sandstein. Sehen wir von dort vielleicht irgendwo sowas wie eine Wüste? Nein, natürlich nicht. Eis, Schnee und Eis. Wüste, ha. Ich bleibe aber am besten in der Nähe vom Haus. Nicht, dass wir uns wieder verlaufen. Obwohl, ich habe hier irgendwo meinen Zettel mit den Koordinaten rumliegen. Ich weiß nur nicht genau, wo. So, Alter. Da auch wieder so ein... Da ist wieder ein bisschen Sand. Aber ich wäre doch eine Wüste etwas lieber. Alter, das gibt's doch nicht. Halt, was ist das da? Stein? Ja, Stein. Oh. Warte mal, dort lang irgendwo ging es nach Hause, wa? Also zum anderen nach Hause. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
leider, leider, leider ist das mit dem Sand echt. Falls wir unter Wasser noch was finden, so ein bisschen, wäre das aber auch doof, weil da ist ja alles so langsam mit dem Abbauen und Luft und so. Okay, da ist noch ein bisschen. Es muss doch irgendwo hier eine Sandquelle. Warte mal, hier hinten war doch noch was, oder? Sehr schön. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Ist zwar jetzt auch nicht so viel, aber... Toll. Wir haben keine Schaufel mitgenommen. Das hat sich ja super gelohnt. Egal, wir nehmen, was wir kriegen können. Wir müssen ja sowieso erstmal gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob es der Sandstein war, den wir dafür nutzen könnten. Für den Treppenübergang. Und als Boden vielleicht? Ich, keine Ahnung. Müssen wir ja auch erstmal alles gucken, ne? So, wie das denn so aussieht mit Texturenpack und so. Ich weiß aber immer noch nicht. Hey, ich hoffe, ich bin nicht zu leise, weil das Mikrofon ist ja echt ein bisschen weiter weg. Und bei Testaufnahmen oder so, also ich sag Testaufnahmen dazu, ich versuche mich ja immer an andere Sachen noch mit Mikrofon. Ist ganz praktisch, wenn man so ein Mikrofon hat. Da bin ich automatisch ein bisschen lauter, deswegen weiß ich nicht, ob das hier mit dem Sprechen jetzt manchmal zu leise ist. Und wenn, dann ist das hier jetzt bestimmt schon Folge 3 oder 4 oder was auch immer, je nachdem wie lange ich aufnehme, oder 5. Dann könnte es sein, dass das wirklich ein bisschen anders auch klingt. So. Also auch zu leise, unter anderem. Das meinte ich damit, zu leise, ne? Nicht anders, sondern zu leise. So. Zum Glück brauchen wir erstmal kein Glas. Plus, das Doofe ist, wenn wir jetzt hier vorne immer alles wegräumen, dann werden wir immer weiterlaufen müssen, um später da ranzukommen. Und das könnte durchaus ein Problem werden. So, wir probieren jetzt erstmal mit der Hälfte, ne? So. Mal gucken. So. Na, ich weiß nicht recht. Komm, wir bauen mal ab. Wir testen das anders. So, ordnungshalber. Ich sehe schon gerade was. Verdammt. Nichts gut da. Okay, gut, das kann jetzt erstmal so bleiben. Na, ich weiß nicht. Alter, ich krieg hier manchmal echt Hallus. Das hier könnte ein schöner, netter Rahmen werden, ja. Der ist wahrscheinlich nicht verkehrt, wobei... Nee, stimmt. Da wäre es ja dann auch alles in Ordnung. Oder aber wir machen hier wirklich noch Slabs ran. Und dann hat sich das vielleicht, aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen wollen. Pass mal auf. Wir machen das nochmal. Das ist total die Sandverschwendung, ich weiß. Aber, ist jetzt erstmal so. Okay, sagen wir mal zum besseren Übergang. Also zum besseren Gucken, ne? Die Treppe hier hinten wird auch noch ein Problem. Warte mal, wir machen das mal so. Ah, ich würde so viele Stellen damit testen wollen. Das sieht dann aus wie so ein Kachel, ne? Dann Fliesen so. Und nach hier hin hat sich jetzt natürlich nichts verändert. Ich weiß gar nicht, ob das so harmonisiert auch mit dem Grünen. 1, 2, 3, toll.
So, wie sieht's denn? Ach, warte mal, hier ist er. Darf ich mal kurz? Hatten wir hier nicht eigentlich sowas wie einen Doppelboden? Oder hat man das beseitigt und durch die Slabs? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, ja, also nicht wundern. Mir war so, als hätten wir hier nicht auch einen Doppelboden gehabt. So, mal gucken. Sieht jetzt wahrscheinlich alles nur sehr doof aus. So, von unten wäre eigentlich auch geil. Schade, dass man den Stein nicht drehen kann. Das nach oben heben wäre, glaube ich, schon eine geile Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtig geile Geschichte wäre. Also, es tut mir leid, aber ich glaube, es wäre wirklich dumm, es nicht zu tun. Also, es nicht so umzugestalten, dass wir hier noch mehr Innovativität, das ist ein erfundenes Wort, oder? haben. Nein! Verdammt, ich habe vergessen, wenn man im Menü geht, muss man ja den Knopf neu drücken. So. Zack. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Da haben wir halt noch ein bisschen Abwechslung, ne? Das ist gut. Da sieht es dann natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, doof aus, aber ich glaube, wir können mal gucken. Naja. Ist jetzt nicht so das Beste, glaube. Wir haben uns ja immerhin was gedacht mit der Treppe, aber na gut. Ich würde sagen, das hier wäre höchstens noch ein Problem. Ich weiß aber nicht, ob wir das einfach mal ausdauern. Mal, ist das wirklich da einfach eine Sandtreppe reinmachen? Ich weiß nicht recht. Aber das hier machen wir jetzt mal noch zu Ende. So. Dann kommt man hier hoch, ne? Zack. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir uns dazu kein richtiges Bild machen können mit dieser kleinen Fläche hier. Aber von beiden. Schaden würde es eigentlich nicht, oder? Ich meine, ich fände es zwar ganz gut hier mit dem Holz, weil zum Beispiel Holz und Blätter machen sich natürlich gut kombiniert. Aber ich würde schon fast sagen, dass das gar nicht so verkehrt ist da. Also mit dem Boden hier. Ja, das ist doch ein bisschen kompliziert. Also ich würde hier gerne die Fliesen trotzdem drin haben wollen. Fliesen sind cool. Das mit dem Stein ist auch sehr schön, muss ich sagen. Es erinnert aber ja doch mehr an Ziegel. Und auch dieses Future hier, was wir hier natürlich denn nicht haben werden. Also hier nicht haben werden, weil hier überall Doppeldecke ist. Aber das hier ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man die? Nee, können wir nicht, weil wir haben ja nicht mehr. Ich wollte gerade. Hab mir gerade die Frage gestellt, ob man nicht vielleicht eventuell Slabs draus machen kann. Und ob die denn genauso aussehen auch. Na gut, müssen wir irgendwann dann mal sehen. Okay, wisst ihr was? Ich muss noch rendern und so weiter. Wir haben zwar jetzt noch ein bisschen Zeit. Ach ja, apropos rendern. YouTubers Live. Wurde darauf angesprochen, kann man nachlesen unter einem meiner
YouTubers Live Videos, ich werde nicht sagen welches, dass ich es weiterspielen soll. Und ich habe ja gesagt, ne, dass je nachdem, wie die Leute das so wollen, ich aufnehme oder nicht, beziehungsweise ich auch selbst aufnehme oder nicht, und da scheinbar das kleine Interesse besteht, werde ich das dann wahrscheinlich doch aufnehmen auch tun. Also erstmal fortführen, wer weiß für wie lange. Aber ich denke, das ist so erstmal der Stand. Jetzt die Sache. Ich weiß nicht, also heute werde ich es nicht mehr aufnehmen. Ich werde mich gleich ins Bett legen, also vielleicht heute Nachmittag nach der Arbeit. Und demnach wird es dann vielleicht erst morgen rauskommen. Also heute ist ja schon heute, also ja, morgen. Insofern, es könnte tatsächlich, ja, ein bisschen dauern. Also sagen wir mal, wenn heute jetzt, ich glaube Mittwoch ist, warte mal, jetzt ist Mittwoch, genau, dann wird es vielleicht spätestens am Donnerstag rauskommen. Ach ja, und das mit dem Dach, ich finde das eigentlich gut, dass die... Boah, warum ist es da so anders? Warum ist das so anders als da? Seht ihr das? Hier, Mitte, oben, Mitte, oben. Ja, seht ihr das? Da. Warum ist das anders? Wer hat gefuscht? Ich war es nicht. Aber was passiert, wenn wir das einfach rausnehmen? Ah. I see, I see. Gut, Spinnen kommen da nicht durch. Trotzdem werden wir diese Luftlücke, diese unerhörte Luftlücke einfach schließen. Weil ich keine Lust habe, dass Fliegen reinfliegen und mir um den Kopf fliegen. Halt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, jetzt geht das Kistensuchen wieder los. Wir brauchen echt, komm, wir brauchen nur eins. So. Dass da irgendwer beim Dach gefuscht hat. Ich kann es nicht glauben. Also, nicht beim Dach direkt, aber, ne? Dieser Fusch ist unerhört. So. Zack. Na also. Gleich. Schön. Die Spinne kam auch hoch zum Spielen, hat dann aber die Lust verloren. Oh, es wird hell. Ich denke, das ist doch eine mehr oder weniger schöne Sache, also Stelle, um die Aufnahme zu beenden. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.